Jesus, wir danken dir, dass du hier bist heute Morgen. Wir danken dir, dass du es liebst, uns zu lehren und uns zu begegnen, uns zu erfrischen, uns zu stärken. Und wir laden dich wirklich ein, dass du durch deinen Geist hier wirkst und uns in Wahrheit führst. Ich bete, dass wir heute Morgen echt inspiriert werden, ermutigt werden, erfrischt werden. Ich bete, dass Nebensätze uns total aufbauen. Ich bete, dass du uns Gnade schenkst, das aufzunehmen und umzusetzen. Und ich bete, dass wir alle, die wir hier in diesem Raum sind, in eine neue Tiefe kommen mit dir, in eine neue Freude, in eine neue Begeisterung, in eine neue, Genuss des Gebets hineinführen. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, du wirst uns in dein Gebetshaus führen und uns dort erfreuen. Und ich bete, Gott, dass wo immer unser kleines Gebetshaus ist, wo du uns hinführst, Gott, ich bete, dass an diesem Ort des Gebets, dass du anfängst, uns tief zu erfreuen, auch heute Morgen, dass Ströme von Freude freigesetzt werden, wenn wir nur an dich denken oder darüber nachdenken, das umzusetzen und zu dir zu kommen. Gott, ich bete, dass heute auch so ein geistiger Durchbruch kommt in vielen Leben, ja, wo wir, wenn wir jetzt anfangen, neu dich zu suchen, uns neu aufzumachen, neu ermutigt sind, dass plötzlich auch eine neue Qualität von Gegenwart und Nähe von dir spürbar da ist. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Bevor wir ins Examen gehen, will ich noch eine Vorbemerkung machen, die mir wichtig geworden ist in der Vorbereitung, weil mich das viele Jahre gekostet hat, das zu verstehen. Und da habe ich gesagt, ich sage euch das in 3 Minuten, dann spart ihr euch ein paar Jahre. Was ist eigentlich das Ziel von Enjoyable Prayer oder was ist das Ziel von Gebetsleben? Also warum sollten wir uns damit beschäftigen, warum sollten wir da drin wachsen? Weil wir können ganz schnell dahin kommen, dass das Ziel irgendwie wird plötzlich, ich will jemand sein, der gut beten kann. Oder auch dahin kommen zu sagen, wenn ich spreche über Enjoyable Prayer, wir beten, damit wir Gott genießen und erfahren. Und das stimmt ja auch, oder? Aber das ist manchmal ein bisschen zu kurz gedacht. Also das Ziel von Gebet wäre nicht, dass du gut bist im Gebet. Und auch wenn wir ganz viele verschiedene Gebetsformen angucken, das Ziel ist nicht, dass du ganz gut deine Gebetsformen umsetzt oder dass du der Meister des Examens wirst nachher. Ja? Das wäre nicht das Ziel, sondern all diese Sachen sind nur Hilfen, damit du Gott begegnen kannst und zum eigentlichen Ziel kommst. Und das eigentliche Ziel ist Christusähnlichkeit. Also ich bin seit 10 Jahren mit diesem Thema Gebet intensiv unterwegs und ich habe Stunden meines Lebens im Gebet verbracht, jede Woche und viel Zeit gehabt und viel Gott gesucht. Und ich habe richtig lange gebraucht, um zu merken, das Ziel ist ja gar nicht, dass ich der Superbeter bin. Ich habe das nie so formuliert als Zielvorlage, aber so innerlich. Ja. Und das Ziel ist auch nicht nur, dass ich irgendwie, oh Gott, genieße und schön, sondern das Maß meiner Geistlichkeit, das Maß meiner Heiligkeit zeigt sich im Umgang mit meinem Nächsten. Also nicht, du bist geistlich, wenn du viel betest, sondern das viele Beten sollte uns helfen, abgefärbt von Gott, ihm ähnlich zu werden. Das heißt, das Maß, wie heilig ich bin, ist nicht, wie toll ich im Gebetsraum sitze, sondern wie ich mit meiner Frau umgehe. Oder mit einem Fremden oder mit wem auch immer. Also die Früchte des Geistes bestimmen, wie heilig, wie geistlich du bist und nicht, wie viele Stunden du betest. Aber die viele Stunden Gott suchen und so weiter, wird dir helfen, ähnlicher zu werden. Aber das ist mir ein wichtiger Punkt geworden, weil man kann eine komplett egoistische, individualistische, sich um sich selber drehen, sich selber irgendwie beweihräuchernde Spiritualität haben, die unglaublich geistlich aussieht, aber die nicht zielführend ist. Also ich war teilweise so fokussiert aufs Gebet, dass ich total assi zu Leuten war, weil sie mich gestört haben in meiner tiefen Spiritualität mit Jesus. Also ja, ich hatte da eine lange Reise, ja, wo Leute um mich rum waren, die eigentlich einfach gebraucht hätten, dass ich Zeit mit ihnen verbringe und wie auch immer. Aber ich hatte keine Zeit, weil ich musste noch eine Stunde jetzt beten. Ja. Und es gibt, also ich weiß nicht, ob ihr diese Probleme kennt, aber deswegen ist mir einfach wichtig, das zu sagen. Das Ziel von allem ist Christusähnlichkeit. Und Enjoyable Prayer, auch kontemplatives Gebet, funktioniert so, wir sind bei Gott, und Gott färbt ab auf uns. Das ist das Ziel, dass wir mehr wie Christus sind, dass unser ganzes Leben ihn widerspiegelt, dass unser ganzes Leben auf Christus hin ausgerichtet ist und von Christus her gedacht wird. Und ich habe mal diesen einen Vers mitgebracht, 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.
Also Bibelmeditation zum Beispiel, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an, bewirkt in uns ein Verwandeltwerden in dasselbe hinein. Das ist übrigens eine tolle Sache, weil wenn du sagst, boah, ich muss irgendwie demütiger werden, dann musst du dich nicht irgendwie selbst peinigen und dauernd beten, Herr, mach mich demütiger, sondern dann meditiere über die Schönheit der Demut Jesu und du wirst demütiger. Also Heiligkeit durch Genuss. Du genießt, wie schön er ist und dadurch wirst du abgefärbt. Aber das muss das letztliche Ziel sein. Und ich habe so viel gelernt über die Jahre, jetzt auch gerade bei uns im Gebetshaus, über Gott genießen. Ja, also bei uns ist die Definition unserer Theologie im Gebetshaus, über was ist Gebet, ist folgendes. Jesus. Das ist das Gebet. Ja. Man genießt ihn. Ja. Das haben wir ganz stark geprägt. Und dann habe ich von einer meiner mystischen Heldinnen gelesen über inneres Gebet und so. Und sie schreibt, bete nicht, um Gott zu genießen. Und ich war ganz geschockt, weil das habe ich jahrelang gelehrt und das lehre ich hier, Gott zu genießen. Und sie sagt, wir sollen beten, weil wir ihn wollen und nicht den Genuss bei ihm wollen. Weil da können wir vom Pferd fallen, dass wir irgendwann zu Gott kommen, weil wenn du anfängst zu schmecken, wie gut Gott ist, es ist so schön, bei Gott zu sein, aber dann kommen wir manchmal, weil wir genau das haben wollen. Wir wollen diese Erfüllung, wir wollen diesen Frieden, wir wollen diese Liebe, wir wollen nicht mehr unbedingt ihn. Und dann macht Gott was ganz Spannendes, der hält es ja auch eine ganze Weile aus und dann sagt er, okay, jetzt wollen wir dich mal ein neues Level bringen und die Mystiker nennen das, also falls du nicht weißt, was Mystiker sind, ich mache nächstes Jahr einen Bibelpunkt dazu über christliche Mystik, das wird ganz spannend. Die christlichen Mystiker nennen das die dunkle Nacht der Seele, dass Gott uns manchmal in eine Phase führt, wo er sich uns wie entzieht oder wo wir wie entwöhnt werden. Also du bist mit Gott unterwegs, boah, und spürst ihn, erlebst ihn und es ist so schön, oh, du genießt es so, ja. Und plötzlich, ohne dass du was falsch machst, ohne dass du was anders machst, ohne dass du in Sünde fällst, hast du das Gefühl, ich dringe gar nicht mehr durch. Und du machst die ganze Sache und es fühlt sich taub und leer an. Und manchmal muss Gott uns entwöhnen, um uns zu zeigen, du hast nicht mehr mich gesucht, sondern du hast nur noch den Genuss gesucht. Aber das Ziel wäre, dass du mich um meinetwillen willst. Und das Resultat davon ist, ich färbe ab auf dich und alle haben was davon, weil du wirst mir ähnlicher. Und das, ich weiß nicht, hört sich jetzt vielleicht so irgendwie an, aber das ist wirklich tief, weil wir ganz schnell in frommer Form egoistisch leben und im frommen Mantel sehr, sehr geistlich das Eigentliche aus den Augen verlieren. Wirklich Gott um seinetwillen zu suchen. Und all diese Übungen und Sachen dazu sollen dienen, dass die Menschen Christus an mir erleben. Und es war mir so ein Bedürfnis am Anfang einfach noch zu sagen, für dich, dass du immer wieder auch guckst, wo steht da mein Herz. Gerade auch wenn Gott dich jetzt reinführt, vielleicht wenn du anfängst, manche Übungen zu praktizieren und merkst, boah, gerade inneres Gebet oder auch das Examen heute, du erlebst plötzlich auch auf einer emotionalen Ebene ganz tief Gott und ist so wunderschön und erfüllend. Das Ziel ist er und das Ziel ist Ähnlichkeit mit ihm. Ist das verständlich? Ich hoffe. Sonst braucht ihr vielleicht auch ein paar Jahre. Aber es ist auch okay. Ja? Also wir gehen auch durch verschiedene Zeiten durch und Gott hält es auch ein paar Jahre aus, wenn du so. Ja? Aber das Ziel wäre, dass Jesus sichtbar wird in unserem Leben. Und das ist das Schöne, Gott färbt ab. Okay. Dann gehen wir mal ins Examen hinein. Also holt eure Stifte raus. Und, ich gebe zu, der Name ist ein bisschen krass. Ihr könnt es auch gerne Tagesgebet nennen. Das klingt irgendwie so ein bisschen positiver. Es ist so eine 500 Jahre alte Gebetsform. Und das Ziel vom Examen wäre, deine Aufmerksamkeit Gott gegenüber zu erhöhen, sodass du Gott im Alltag wahrnimmst und Gott in den kleinen Dingen des Lebens wahrnimmst. Gott mehr oder weniger 24 Stunden wahrnimmst und dass du lernst, Gott in deinen Gefühlen zu begegnen. Und das will ich euch ein bisschen ausführen. Die ganze Gebetsform kommt von Ignatius von Loyola. Kennt den jemand? Also nicht persönlich, aber der Name ist vielleicht ein Begriff. Ist der Gründer der Jesuiten. Ich weiß nicht, wie positiv bei dir der Begriff Jesuiten besetzt ist, aber damit fordere ich dich mal heraus. Und der war ein starker Mystiker, also ein Mann Gottes, der sehr, sehr tief in einer Gottesbeziehung gelebt hat, in einer sehr unmittelbaren Gottesbeziehung gelebt hat. Und über ihn heißt es zum Beispiel,
haben Leute gesagt, die ihn wirklich gekannt haben, er ist auf eine einzigartige Weise mit Gott vertraut. Er lebt nun in einem rein geistigen Zustand in der Gottesvereinigung. Und es hört sich so an, als wäre das irgendein heiliger Mann auf dem Berg. Der Ignatius war einer, der hat seinem Jesuitenorden verboten, länger als 2 Stunden am Tag zu beten. Weil die wollten das einführen, längere Gebetszeiten. Er hat gesagt, das verbietet er. Weil er war ganz stark jemand, der man muss den Menschen dienen, unter Leuten sein, was tun für Gott. Also bei ihm heißt, vertraut mit Gott sein, nicht entrückt auf einem Berg, sondern überall, wo der war, war der einfach mit Gott vertraut. Und er führt es dann weiter aus. Und er sagt an einer Stelle, zu jedem Mal und jeder Stunde, da ich Gott finden will, finde ich ihn. Ich weiß nicht, ob du das über dein Gebetsleben sagen kannst. Jedes Mal, wenn ich mich aufmache, Gott zu suchen, finde ich ihn. Also ganz interessant über ihn zu lesen, was er auch so erlebt hat und getan hat. Und sein großer Slogan war, wir sollen Gott in allen Dingen finden. Und damit meint er alle Dinge. Also er sagt, in allem, was dir passiert, in allem, was du siehst und schmeckst und wahrnimmst, in allem kannst du Gott sehen und entdecken. Er begegnet dir in allem, was geschieht. Und das ist mal eine sehr steile These, aber die ist sehr, sehr biblisch, weil das heißt, dass Gott alles durchdringt, in allem ist. Das heißt nicht, dass alles Gott ist, also das wäre auch noch ein wichtiger Punkt da, aber dass Gott in allem sich sichtbar macht, in allem dir begegnen will. Und warum ich das Examen so feiere, ist, weil, aus vielen Gründen eigentlich, aber es gibt so 2 Tendenzen in der Christenheit, die ich stark wahrnehme, die uns unglaublich hindern, tief mit Gott zu gehen. Der eine Punkt ist, dass wir geprägt sind, dass wir so eine Unterscheidung zwischen geistlich und ungeistlich in unserem Leben haben. Also heute Morgen hier zu sitzen, am Samstagmorgen sie aufzumachen, so ein Bibeltraining zu machen, das ist sehr geistlich, denken wir. Oder mir eine Gebetszeit zu nehmen, das ist sehr geistlich. Aber zu arbeiten, mich mit Freunden zu treffen, Kaffee zu trinken oder das Klo zu putzen oder einen Film zu gucken, das ist ungeistlich. Vielleicht drücken wir es nicht so krass aus, aber diese Tendenz haben wir da, dass wir unser Leben eingeteilt haben in 2 verschiedene Parte, den heiligen, frommen Part und den Restpart. Und auch wenn wir das nie so ausgedrückt haben, ist es ganz, ganz tief drin, weil es unsere Kultur so geprägt ist. Wir kommen von unserer Denke her ganz, ganz stark die letzten 200 Jahre von der griechischen Philosophie, die uns diese Unterscheidung zwischen zum Beispiel Glaube und Verstand, als wären es 2 Dinge, komplett getrennt. Zum Beispiel auch, wir trennen immer Herz und Verstand, als wären es 2 Dinge. In der Bibel denkt das Herz. Ja? Also da haben wir ein ganz komisches Weltbild und das prägt ganz stark unsere Spiritualität, weil wir dann denken, wir können Gott begegnen, jetzt in meiner stillen Zeit oder wie auch immer du das nennst. Wir können Gott begegnen jetzt in der Lobpreiszeit. Wir können Gott begegnen in irgendwelchen frommen Aktivitäten. Aber wir rechnen nicht mit seiner Gegenwart und wir erfahren seine Gegenwart nicht, wenn du mit jemandem Kaffee trinken bist, wenn du auf der Arbeit was auch immer machst. Aber da ist Gott doch genauso da. Und das Examen hilft uns, die Gegenwart Gottes in allem zu suchen, in allem wahrzunehmen. Und es ist unglaublich, was es macht, wenn unsere Spiritualität anfängt, dass wir sagen, Spiritualität ist nicht ein Bereich meines Lebens, sondern alles ist durchdrungen von der Gegenwart Gottes und ich lebe mit Gott in allen Dingen. Und da hilft uns das Examen. Warum uns das Examen auch noch hilft, ist, ganz viele Menschen haben nicht gelernt, Gott in ihren Gefühlen zu begegnen oder mit ihren und in ihren Gefühlen zu begegnen. Das bedeutet, gerade negative Gefühle wie Wut, wie Zorn, wie Enttäuschtsein und diese Sachen tun wir oft fromm anstreichen, anstatt sie zu nutzen, um darin Gott zu begegnen. Also ich will das mal ausdrücken. Ja? Wenn der Philipp jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, nach eine blöde Bemerkung zu mir macht, macht er nie, ja? aber es könnte ja theoretisch sein, macht er eine blöde Bemerkung und es verletzt mich innerlich, ja. Und war irgendwas, was mich voll getroffen hat, was er vielleicht gar nicht beabsichtigt hat, aber das hat irgendwas in mir getriggert. Ja, kennt man manchmal so eine Aussage, das triggert was in dir, wo, warum auch immer. Ja, und ich bin tief verletzt und richtig sauer und denke, oh Mann, der Philipp und wie auch immer. Dann tendieren wir ganz oft dazu, weil wir denken, es wäre christlich, dass wir, wenn wir überhaupt darüber beten, dann kommen wir zu Gott und sagen, ja Herr,
ich bringe dir einen Philipp und ich weiß auch, dass er das nicht so gemeint hat und ich sage, du sollst unsere Feinde auch segnen. Er ist jetzt nicht mein Feind, aber trotzdem, ich will ihn segnen und er segnet Philipp und ich vergebe ihm und wie auch immer und wir lassen das so raus, ja? Oder? Das machen wir doch häufig. Ist das gut? Als zweiten Schritt, ja. Der erste Schritt wäre, die Aufrichtigen wohnen in der Gegenwart Gottes. Wir sind mal echt vor Gott. Wir sagen Gott, so ein Arsch. Das hat mich so verletzt, ich bin so sauer. Am liebsten würde ich ihm eine reinhauen. Weil das ist, was du wirklich fühlst, oder? Und wenn du die Psalmen liest, siehst du, die waren gar nicht so fromm. Ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen, wo die vor Gott kommen und sagen, Gott, warum und wieso? Und ich fühle mich schlecht und es nervt mich. Und Gott, ich würde den am liebsten, rotte ihn aus und seine Kinder auch. Ja, die Psalme gibt es doch, oder? Und wir denken dann so fromm, ja, das war irgendwie und keine Ahnung. Und wenn wir dann Psalm 139 lesen, dann lesen wir den letzten Verse, lassen wir immer, gell? Davor ist es so schön, so im Mutterleib geformt und was auch immer. Und dann kommt plötzlich so ein David. Also, was der da schreibt, unglaublich, ja. Und wir haben nicht gelernt, Gott unseren Gefühlen zu begegnen. Und wir haben oft auch gar keinen Kontakt dazu. Und wir denken, Zorn, Wut, Trauer wäre was Böses und Falsches. Dabei ist es eine Einladung Gottes, ihm zu begegnen. Und da passiert wirklich tiefe Begegnung. Solange wir an so einer Oberfläche, er segnet den Philipp. Solange werden wir nicht in der Tiefe Gott da drin begegnen können. Wir kommen hoffentlich dann irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, ich segne Philipp, ich vergebe ihm auch und ich weiß auch, er hat das nicht böse gemeint. Aber nicht zu früh. Habt ihr Lust aufs Examen? Ich hoffe. Das heißt, Examen hilft uns einerseits, Gott in allen Dingen, den ganzen Alltag lang zu erleben, und andererseits hilft es uns, ihn in unseren Gefühlen zu erfahren. Und das Schöne ist, es hört sich so kompliziert und wahnsinnig an, es ist extrem einfach. Du kannst es ganz einfach umsetzen. Und Ignatius hat das Examen so gelehrt, dass er gesagt hat zu seinen Leuten, macht es am besten ein- oder zweimal am Tag, deswegen auch Tagesgebet. Und natürlich ist es wie bei jeder Gebetsübung, je intensiver du es machst, desto tiefer geht es auch relativ zügig. Ich habe euch jetzt einige Sachen beigebracht, vielleicht weißt du schon gar nicht mehr, was du in dieser Zeit des Gebets alles jetzt machen sollst. Das heißt, stress dich da nicht, aber es macht total Sinn, auch mal das Examen für eine Zeit intensiver zu machen. Ich habe zum Beispiel mal in einer längeren Fastenzeit gesagt, ich mache das jeden Tag und das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Beim Examen gibt es grundsätzlich zwei Formen. Einmal Gott zu begegnen in dem Moment des Zuspruchs. Also es sind alles so ein bisschen alte Ausdrücke, ihr könnt das auch anders nennen. Ja, aber ich mag dieses Alte manchmal auch irgendwie. Ja. Also in dem Moment des Zuspruchs. Und das andere ist, Gott zu begegnen in dem Moment der Verwüstung, nennt Ignatius das. Okay? Und die beiden Gebetsformen laufen, oder bei beiden läuft es genau gleich, und zwar in so einem Dreischritt. Und ich gehe das einfach mal mit euch durch. Ihr habt das auch auf eurem Konzept. Es ist nicht kompliziert, aber ich mache da mal ein bisschen Fleisch dran an das Skelett, was ihr da auf dem Konzept habt. Also, wir fangen mal mit dem Moment des Zuspruchs an. Was ist ein Moment des Zuspruchs? Ein Moment des Zuspruchs ist irgendwas, was du erlebst in deinem Alltag oder in deinem ganz normalen Leben eben, wo du irgendwie Leben empfängst, wo dir gut tut, wo du aufatmest, wo du... Ich hoffe, ihr kennt, was ich meine. Ja? Also irgendwas, wo du spürst, ja. Manchmal sind es winzige Bruchteile, wo irgendwie du dich gut fühlst, oder? Und Ignatius sagt jetzt, am Ende des Tages oder irgendwo am Tag eben, nimm dir einen Moment Zeit und erstens setz dich hin und bitte Gott, dir irgendwas zu zeigen an diesem Tag, wo du Zuspruch empfangen hast, wo du Leben empfangen hast, was dir gut getan hat. Manchmal muss man auch nicht ewig überlegen, sondern sucht sich einfach was aus. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, der Heilige Geist inspiriert mich jetzt an irgend so ein Ding zu denken, wo ich merke, stimmt, krass, so eine ganz große Kleinigkeit. Große Kleinigkeit. Warum große Kleinigkeit? Das können manchmal so ganz banale Sachen sein. Also ich meine damit nicht in erster Linie so diese Sachen, wo du eh auf dem Schirm hast, dass dir das gut getan hat, sondern so winzige Sachen. Zum Beispiel neulich bin ich am Morgen aus dem Haus gegangen.
Und es war einfach so gute Luft. Und der Himmel war so klar. Und ich bin so rausgelaufen und es war so ein winziger Bruchteil von einem Moment, ja. Wo ich war so ermutigt, also so, kennt ihr manchmal so, und dann habe ich gesehen, wie der Rauch aus dem Schornstein irgendwo weiter hinten steigt und dann habe ich gedacht, ah ja, wegen dem Öl im Gebetshaus müssen wir auch nochmal was abklären und was auch immer, ja, da war ich schon weiter. Aber es gab einen Bruchteil von einer Sekunde, wo ich rausgegangen bin, einfach in die frische Luft und aufgeatmet habe. Und diese Sache hat Gott mich erinnert, als ich im Moment des Zuspruchs gemacht habe, also mich hingesetzt habe, gesagt, hey Geist, wo bist du mir heute begegnet, was hat mir heute Leben gebracht? Und ich habe mich erinnert an, wie ich einfach aus dem Haus gegangen bin und so ein Bruchteil von einer Sekunde, ja, ich habe Leben empfangen. Dann, das ist das Erste, ich identifiziere irgendeinen Moment, irgendeine Sache, das kann auch ein Wort sein, was jemand gesagt hat, das kann Kaffee sein, wo du getrunken hast, einfach so den Moment hattest und oder ich weiß nicht, was die Sachen sind. Ja, das können ganz, auch ganz wirklich banale, in Anführungszeichen ungeistliche, in großen Anführungszeichen, ja, also Dinge sein, die du überhaupt nicht mit Gott in Verbindung bringst, die dir Leben bringen. Okay, du identifizierst irgendwas, bei mir meinetwegen jetzt dieses am Morgen aus dem Haus laufen und aufatmen. Zweitens, wenn du den Moment vor Augen hast, dann begibst du dich nochmal dort hinein. Also innerlich natürlich, ja. Also du setzt dich dorthin oder stehst da oder wie auch immer und du gehst nochmal zu diesem Moment zurück und versuchst den nochmal zu erleben, einfach was Schönes. Stellst du wie du den Kaffee getrunken hast oder wie du da raus und empfängst nochmal. Und dann versuchst du am besten schriftlich zu formulieren, genau was du dort gefühlt hast. Also, keine Ahnung, ich habe so eine Ruhe, so ein innerliches. Und versuchst so aufzuschreiben, genauso wie du es fühlst und sagst, es ist keine Aufzeichnung für andere, sondern das ist einfach nur, wie du das, ich schreibe da manchmal ganz seltsame Formulierungen auf, ich weiß gar nicht, ob das manchmal gibt, ja, aber einfach so zum Beispiel, ich habe so eine Balance gespürt in mir, einfach ich war so, keine Ahnung, hört sich fast esoterisch an, ja, aber so habe ich mich halt gefühlt in dem Moment, okay, und das versuche ich zu beschreiben und nochmal nachzuempfinden und bin einfach in diesem Moment und empfange nochmal dieses Leben. Und dann drittens, und das ist der entscheidende Punkt, weil sonst bleiben wir bei reiner Psychologie stehen. Jetzt bitten wir Gott darum, uns zu zeigen, warum oder wie, ja, warum dieser Moment für uns so ermutigend war, so lebenbringend war, warum wir das so empfunden haben. Wir fragen ihn, wo er in dieser Situation war und dass er über diese Situation jetzt zu uns spricht. Und das ist unendlich spannend. Weil du setzt dich dorthin, du bist in diesem Moment drin und dann fragst du, Gott, was sagst du mir durch diese Sache? Wo warst du in diesem Moment? Weil ich glaube ja, dass das Leben von ihm kommt, oder? Ich glaube doch, dass er in allem ist und alles in ihm ist. Und ich glaube, dass als ich dort diesen Kaffee getrunken habe, ich was von Gottes Herrlichkeit geschmeckt habe. Ja, ich weiß, für uns nach der Aufklärung ist es ziemlich schwierig, das gedanklich hinzukriegen. Ja? Aber das ist das biblische, ganzheitliche Weltbild, dass Gott in allem sichtbar, spürbar, erfahrbar ist. Und was dann passiert ist, manchmal offenbart dir Gott ganz, ganz stark plötzlich in der Situation, manchmal habe ich so wie das innerliche Bild, wie er neben mir steht und einfach gelächelt hat. Oder, keine Ahnung, in diesem konkreten Beispiel, als ich aus dem Haus gelaufen bin und einfach so geatmet habe, hatte ich das Gefühl, es war so diese Frische, der Geist Gottes, der einfach da war, um mich rum war. Und ich bin, ja, und ich nehme ihn bewusst in diesem Moment wahr. Oder, oder manchmal offenbart Gott uns auch nicht so sehr in erster Linie, wo er oder wie er in dieser Situation war, sondern du lernst eine Menge über dich. Also zum Beispiel, es gab Situationen, wo ich sage, Gott, das, ja, jetzt erinnere ich mich dran, das hat mir so gut getan, warum eigentlich? Und jetzt fängt Gott an, über dich zu sprechen, wie du bist, wie du funktionierst, warum dir das so gut tut, warum du so über diese Schiene funktionierst und dass er dir da drin begegnen will. Und ich habe so viel über mich gelernt, weil Gott mir gezeigt hat, wie ich funktioniere. Neulich habe ich eine Situation gehabt, das war so mein Moment des Zuspruchs mit einem Mitarbeiter im Gebetshaus,
wo, als ich dann Examen gemacht habe, einfach gebetet habe über, oh Gott, was war heute gut, da habe ich mich erinnert an dieses Gespräch und wie ich mich gefühlt habe nach diesem Gespräch. Und ich war so unendlich ermutigt irgendwie nach diesem Gespräch, wo ich gedacht habe, yay, ja, also es gibt ja Mitarbeitergespräche, danach ist man richtig ermutigt. Und das war so eins, wo ich gedacht habe, oh, es ist so gut. Und dann habe ich gesagt, Gott, okay, warum war das jetzt für mich so und so, warum war ich danach so gehypt und gut drauf und wie auch immer. Und er hat angefangen und plötzlich ging das richtig los. Ich hab eine halbe Seite aufgeschrieben an Gedanken, an Inspiration, wo Gott über meine Leiterschaft gesprochen hat und wie spezifisch meine Gaben. Und ich war noch ermutigter. Aber ich habe diesen Moment genommen und ich habe ihn nicht verpasst, also einfach nur, es war ein gutes Gespräch, sondern ich habe Gott reingenommen und gesagt, Gott, wo warst du da drin, was hast du da drin gewirkt, warum war das so? Und er hat angefangen, mir mehr zu offenbaren über mich. Und jeder von euch hat jeden Tag hunderte Momente, in die wir reingehen können. Nicht immer hunderte Momente von Zuspruch, aber dutzende Momente von Zuspruch, die du jeden Tag hast, selbst an den ganz blöden Tagen. Und wenn du dir Zeit nimmst, diese Momente bewusst mit Gott anzuschauen, wirst du viel über dich lernen, viel über Gott lernen und du wirst sensibler, schon im Alltag seine Gegenwart wahrzunehmen. Also in den Momenten, wo du selber drin bist. Weil unser Ziel wäre nicht nur, dass wir irgendwie, wir haben eine Gebetszeit mit Gott, genießen ihn, alles wunderbar und dann leben wir unser Leben und was auch immer und dann kommen wir wieder zurück in unser Kämmerchen. Sondern das Ziel wäre, dass wir mit Gott leben, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir in ihm bleiben. Und wenn du das Examen bist, dann machst, wirst du feststellen, ganz alltägliche Dinge werden plötzlich Gottes Begegnung. Ein Vogel zwitschern kann plötzlich eine Offenbarung werden über Gott. Und das macht unglaublich Spaß. Also Moment des Zuspruchs ist einfach nur schön, ist einfach nur toll, ist einfach nur erfrischend, ist einfach nur ha. Gleiche können wir aber auch machen mit dem Moment der Verwüstung, nennt Ignatius das. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jeden Tag auch Momente, wo uns Leben entzogen wird, wo uns entmutigen, wo wir negative Gefühle haben, wo wir irgendwie das Gefühl haben, uns wird was geraubt und genommen, oder? Und auch das sind ja nicht immer, also ich meine jetzt nicht, dass du gekündigt wurdest und dich danach schlecht gefühlt hast, das ist sicherlich auch ein Moment der Verwüstung, ja? Aber das können auch ganz viel kleinere Sachen sein. Ein blöder Blick von jemandem und du, oftmals haben wir gar keine Selbstwahrnehmung, dass wir das so wahrnehmen, aber irgendwie, manchmal gehst du auch aus dem Gespräch raus und fühlst dich danach irgendwie so, ja? Und es gibt ganz viele Momente der Verwüstung, Momente, wo was in dir wie geraubt und genommen wird. Und da ist dasselbe Muster, wir nehmen uns eine Zeit, sagen, wir bitten Gott, dass er uns einen Moment der Verwüstung offenbart in unserem Alltag. Und manchmal fällt dir der Moment der Verwüstung gleich ein und manchmal merkst du, ah ja, da war so ein Moment, es hat mir einfach Leben entzogen. Und manchmal vielleicht auch ganz Kleinigkeiten, wo du gar nicht verstehst, warum es dir Leben entzogen hat. Dann, wenn du das identifiziert hast, also den Moment, wo du dich irgendwie, wo du traurig wurdest, wo du Scham gespürt hast, wo du Kraft verloren hast. Es gibt ja so Momente, danach hast du irgendwie, sagst du jetzt, keinen Bock mehr, ja. Wenn du den Moment weißt, okay, dann identifizierst du es so ein, wenn du 100 an dem Tag hattest, nimmst du trotzdem nur diesen einen. Und dann machst du das Gleiche wie beim Moment des Zuspruchs, du versetzt dich wieder hinein. Das heißt, du gehst bewusst an diesen Moment zurück, wo du vielleicht, keine Ahnung, dort am Schreibtisch saß, hast irgendeine Mail gelesen, die einfach, irgendwie danach hast du gedacht, Mann, ja, oder weiß nicht, was es ist, ja, und du sitzt dort, also tust dich dort neu reinversetzen und dann machst du das Gleiche, du fühlst neu rein und für viele von uns, wir haben gar nicht so einen Kontakt mit unseren Gefühlen, dass wir das gut können, aber das lernen wir, ja, wir fühlen neu rein, wie genau haben wir das empfunden und versuchen so ehrlich und unchristlich wie möglich aufzuschreiben, was wir dort gefühlt haben. Also völlig ungefiltert. Nicht irgendwie gleich mit einem frommen Deckmantel-Ding drüber, ja, wie, naja, hey, also der Philipp, ja, nee, ich war so ein bisschen gekränkt. Nein, ich war total sauer und hätte am liebsten eine geknallt. Ja. Ich hoffe, du hältst es aus, dass ich dich jetzt heute als Bad Boy-Beispiel nehme. Das heißt, ich schreibe die Gefühle sehr, sehr exakt auf, genauso wie ich es, wenn ich Hass gefühlt habe, schreibe ich Hass auf.
Und dann, darf ich als Christ Hass spüren? Ja, du spürst Hass. Die Frage ist nicht, ob du darfst, sondern du tust es. Ja? Also die Frage ist, wie gehen wir damit um? Den Hass einfach liebevoll anders zu nennen, tut dir das Problem nicht weg. Und manchmal bist du vielleicht erschrocken, auch so ehrlich mal zu dir selber zu sein, dass du Hass spürst gegenüber Menschen, die du eigentlich liebst. Und viele von uns müssen übrigens auch lernen, dass man diese Gefühle haben darf gegenüber anderen Menschen. Dass man enttäuscht sein darf von anderen Menschen. Man traut sich ja manchmal gar nicht, oder? Man hat auch, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man hat gleich die ganzen Ausreden, warum das nicht so ist. Keine Ahnung, du wirst irgendwie von deinem Pastor oder geistigem Leiter oder so gefühlt immer übersehen und er geht immer an dir vorbei und du wolltest mit ihm reden und er hat dich wieder nicht gesehen. Und dann bist du gleich da und sagst, ja natürlich, der hat so viel zu tun und so weiter. Ja, wir müssen jetzt auch nicht böse auf ihn werden, aber der Punkt ist, was in dir hat es ausgelöst und du fühlst dich übersehen und du fühlst dich und du bist enttäuscht von ihm und dann drückt es aus. Also nicht schreib eine WhatsApp, sondern auf deinem Papier, ja. Ich wollte sagen, was für ein schlechter Pastor. Nein, weil versteht ihr, in dem, also bleiben wir mal bei diesem Beispiel, in dem, dass der Pastor dich wieder übersieht, ist eine Gottesbegegnung. Gott möchte dir zeigen, dass da in dir was geheilt werden muss. Und statt dass du dir sagst, ja, ich weiß ja, der hat viel zu tun, Herr segne ihn und irgendwie, es geht schon. Nein, bist du mal ehrlich und lässt es mal zu, was du wirklich gefühlt hast in dem Moment. Ich wurde übergangen, ich habe mich herabgesetzt gefühlt oder was auch immer. Und sich das zu trauen, auch gegenüber Menschen, die du magst, tut manchmal fast weh. Zum Beispiel gegenüber den Eltern, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, dass man richtig braucht, um was Negatives über die Eltern mal zuzulassen, dass es wirklich so war. Also gut, manche von euch sind schon älter, die sind ja schon durch, die haben schon eine richtige Hassperiode auf ihre Eltern gehabt. Ja? Aber für mich war das ein richtiger Prozess, mal zuzugeben, für mich schriftlich vor Gott. Da gab es Punkte, da bin ich enttäuscht, da hätte ich mir eigentlich gewünscht von meinen Eltern, dass dieses und jenes, und ich verteidige sie nicht gleich. Ich lasse mal zu, dass meine Emotionen, ich lasse diesen Schmerz mal zu. Fast ein Seelsorgeseminar gerade, gell? Weil diese Gefühle sind ja da. Und Gott ist auch nicht erschrocken, wenn da ganz üble Sachen auf deinem Papier stehen, weil er sieht das ja. Und noch mehr, diese Gefühle sind nicht das Problem, sondern das ist der Ort der Gottesbegegnung. Okay, also Schritt 1, wir identifizieren die Situation. Dein Pastor ist einfach wieder an dir vorbeigelaufen, obwohl du mit ihm reden wolltest. Ein bisschen. Ich weiß nicht, also versteht ihr, so ganz banale Dinge, die aber plötzlich was in uns triggern und auslösen, die uns Leben entziehen. Oder du sitzt in einem Meeting und einer sagt so eine Side-Bemerkung, die total spaßig gemeint ist, aber du merkst, boah, das, ja, oder was auch immer. Oder du gehst aus dem Haus und es regnet und das war ein Moment der Verwüstung. Ich weiß nicht, ja, also ganz banale Dinge, die dir Leben entzogen haben. Oder auch krasse Sachen. Also manchmal gibt es ja Momente der Verwüstung, die sind heftig, also vielleicht auch fast traumatische Erlebnisse, die wir gehabt haben. Und da kann man das Examen natürlich auch nutzen, da sage ich vielleicht nachher noch ein paar Sätze dazu. Genau. Aber wir haben diesen Moment, wir bleiben mal beim Pastor, der an dir vorüberläuft und du fühlst dich übersehen. Ja? Also nicht, dass es solche Pastoren gäbe und nicht, dass es solche Gemeindemitglieder gäbe, die sowas fühlen würden, aber einfach mal fiktiv. Ja? Der Pastor läuft an dir vorbei, du fühlst dich übersehen, in dir bist du halb sauer, halb enttäuscht, irgendwie, keine Ahnung, du schreibst es richtig gut auf und du versetzt dich dort rein, wie die Situation war und dann, und das wäre ganz wichtig, weil sonst macht das Examen keinen Spaß, dritter Punkt, du bittest Gott, sich dir darin zu offenbaren. Du fragst Gott, wo warst du in dieser Situation? Gott, was willst du mir darin zeigen? Gott, warum habe ich diese krassen Gefühle? Ich mache mal ein Beispiel. Ja? Ich habe früher, wenn wir irgendwas als Gebetshaus gemacht haben und wie auch immer, und wir eine Veranstaltung hatten oder sonst was, und jemand so aus meinem Inner Circle, also meiner wichtigen Leute, die mir emotional auch wichtig sind, war nicht da, dann habe ich mich wie verraten gefühlt. Und in meinem Kopf war klar, dass das völlig verrückt ist, weil der ist vielleicht gerade, keine Ahnung, im Urlaub oder krank. Also auch nicht nur, der hat keinen Bock zu kommen, sondern wenn Leute nicht da waren, habe ich mich verraten gefühlt. Und ich habe ewig gebraucht, das überhaupt mal festzustellen. Und als ich es festgestellt habe, habe ich das Gott hingehalten und gefragt, Gott, warum fühle ich so? Und ich hatte diese Woche einen ganz tollen Moment, weil
wir hatten jetzt am Donnerstag, hatten wir unseren Lob- und Lehrabend und von meinem Inner Circle war die eine Hälfte krank, die andere beruflich weg und es war fast niemand da von meinem Inner Circle. Und an einem Moment spricht der Herr Geist zu mir und sagt, guck mal, wie gut du dich fühlst, Lukas. Und ich habe gedacht, boah, ja, ich habe überhaupt nicht mehr solche Gefühle, weil ich Gott da mal reingelassen habe. Ja, also ich frage Gott, warum fühle ich mich ärgerlich, hilflos, beschämt, traurig, schlecht? Warum bin ich so sauer? Warum habe ich das Gefühl, jemand verrät mich nur, weil er nicht gekommen ist? Was ist da los? Sprich zu mir. Oder auch in manchen Situationen, wo dir was angetan wurde, also wo der Pastor nicht nur an dir vorbeigelaufen ist, sondern wo der Philipp einen ganz bösen Satz dir gesagt hat. Oder wo deine Eltern dir ganz üble Sätze über den Kopf gezogen haben oder was auch immer. Zu fragen, Jesus, wo bist du in der Situation gewesen? Weil wir glauben ja, dass er da ist, alle Zeit, oder? Also es gibt ja keinen Moment, wo du allein da warst. Es gibt ja keinen Moment, wo er nicht, er ist bei uns alle Tage, er ist überall, er ist immer da. Das heißt, in dem Moment war Jesus da, in dem Moment war der Vater da, in dem Moment war der Geist da. Und zu fragen, wo warst du? Und das ist unendlich heilsam, dann zu erleben, wie Gott spricht. Manchmal spricht Gott in erster Linie über dich und sagt dir, guck mal hier, was in deinem Herzen noch heil werden muss, weil dass der Pastor an dir vorbeiläuft, dürfte eigentlich ja nicht so eine Reaktion, und das weißt du in deinem Kopf auch, aber guck mal, ich führe dich mal an einen Punkt und ich lasse dich da Heilung empfangen. Also da geht es um dich. Manchmal aber auch erlebst du, wie du da stehst und jemand macht eine blöde Bemerkung oder deine Eltern haben was Übles gesagt oder dein Chef oder wer auch immer und plötzlich zeigt dir Jesus, wie er, keine Ahnung, hinter dir steht und dich hält. Oder wie er dich verteidigt. Oder ich weiß nicht, was er dir zeigt. Er zeigt dir genau das, was du wissen musst, dass er da war. Und du empfängst, dass diese Situation, wo du Verwüstung empfangen hast, wo du Leben dir entzogen wurde, wo er da war und du erlebst ihn in der Situation. Und das ist unglaublich heilsam. Und wenn du das eine Weile machst, wirst du aufmerksam für Gottes Gegenwart, nicht nur für die Momente des Lebens und Zuspruchs, sondern auch für die Momente der Verwüstung, dass du in einem schwierigen Moment wahrnehmen lernst, dass er da ist. Oder nach einem schwierigen Moment sofort kommst und sagst, Gott, ich halte dir das hin. Und er anfängt dir zu offenbaren, wo er da war. Und das bringt unglaublich viel Heilung und Schönheit und Gegenwart Gottes in unseren Alltag. Und jedes Gefühl von Trauer oder Freude ist eine Einladung von Gott, dir zu begegnen. Und ist auch, warum ich das Gebet dann, diese Gebetsform auch mag, ist es eine sehr mündige Gebetsform. Also, wir lernen, die ganzen Dinge, die uns bewegen, mit Gott selber mal durchzuringen. Also nicht, dass wir nie Seelsorge brauchen, nicht, dass wir keine Freunde um uns herum brauchen, aber es ist eine sehr mündige, erwachsene Weise zu sagen, boah, ich fühle das und jetzt weiß ich auch, wie ich damit umgehe. Also, es gibt immer drei Schritte. Erstens, was war der Moment? Zweitens, ganz ehrlich aufzuschreiben, wie man sich gefühlt hat. Gerne auch mit Adjektiven, die es so noch gar nicht gibt. Und drittens, wir laden Gott ein, uns zu begegnen in der Situation, uns zu zeigen, wo er war, uns was über uns zu sagen, warum wir so viel Freude, warum wir so viel Trauer oder was auch immer in dem Moment erlebt haben. Jetzt will ich noch einen Satz dazu sagen. Momente der Verwüstung kann man natürlich auch nutzen. Nicht jetzt nur, Gott, wo habe ich dich an diesem Tag erfahren, sondern wir alle haben ja eine Geschichte. Und wir alle haben auch so ein paar Erlebnisse in unserem Leben gehabt, die vielleicht Verwüstung waren. Mit Eltern, mit Familie, mit Chef, mit Schule, mit Mobbing, mit was auch immer. Und all das in Einladung Gottes zu sagen, ich will dir da drin begegnen. Und wag dich da Stück für Stück vor, also wo du dich wohlfühlst. Man muss nicht gleich den traumatischen Moment seines Lebens nehmen. Aber es ist unendlich heilsam in Momenten, zu erfahren, wie Gott da war. Ich habe mal ein Examen über, was ich finde, meine peinlichste, schlimmste, verachtenswürdigste Sünde meines Lebens gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Kategorie bei euch habt, aber bei mir gab es so meine Top 1 Sünde, wo ich sage,
Gott, ich bin dankbar, dass ich die nicht ausführen muss hier. Und ich habe da ein Examen im Prinzip gemacht und habe gefragt, Jesus, wo warst du in dem Moment? Weil er war ja da, als ich das gemacht habe. Und Gott hat mein Herz geraubt in diesem Examen. Weil ich stand da und ich habe mich selber, wenn ich jetzt zurückgegangen bin, vor, was ist das, 15 Jahre her oder so, ich habe mich ja selber gesehen in dieser Situation damals, was ich da gemacht habe und wie das war und da und was auch immer. Und ich habe mich ja selber verachtet, ich habe mich selber gehasst, ich habe gesagt, ich bin so froh, dass ich nicht mehr der bin, ich bin so froh, dass ich habe mich geschämt, diese ganzen Gefühle, die ich da hatte. Und ich habe gesagt, Jesus, wo warst du da? Und dann habe ich ihn gesehen, wie er da, also er hat mir einfach so, als ich mich hineinversetzt habe in die Situation, habe ich ihn so innerlich plötzlich gesehen, wie er blutüberströmt dastand, also so ein Kreuzesbild von ihm, und gesagt hat, ich will dich. Also nicht den, der jetzt schon so reif und weit ist, sondern den damals. Und das war für mich unglaublich, was mit meinem Gottesbild gemacht hat, mit meinem Selbstbild, mit meinem mich selber annehmen und umarmen können, dass er mich in dem schlimmsten Moment meines Lebens wollte er mich. Also dass er heute, an dem Tag, an dem ich ein Bibeltraining halte und meine ganzen Zuhörer beglücke mit der, an dem schlimmsten Moment, da wollte er mich und das hat er mir gezeigt. Und das hätte ich theologisch vielleicht davor auch schon gewusst. Aber ich habe es dort erlebt. Und versteht ihr deswegen das Examen, ich liebe es auch zu nutzen für diese Situationen, die wirklich schwierig waren und da fließt so viel Heilung und so viel Kraft. Und was passiert, wenn du das Examen praktizierst, ist, du bekommst eine viel höhere Selbstwahrnehmung, du lernst wirklich Kontakt mit deinen Gefühlen aufzubauen und nicht nur, aber gerade viele Männer haben damit große Schwierigkeiten. auch das mal zuzulassen. Und ganz schlimm ist die Kombination von, also wenn du ein sachorientierter Mann bist und fromm aufgewachsen bist, hast du einen sehr schweren Start, zu deinen Gefühlen zu kommen. Aber es ist nicht zu spät. Du kannst lernen, ganz, ganz ehrlich und echt vor Gott zu sein. Okay, ist das soweit verständlich? Okay, ich glaube, ich würde es jetzt gerne so machen, dass wir uns jetzt eine echt gut lange Zeit nehmen, wo ihr das einfach mal machen dürft. Ja? Wenn ihr beides macht, also Verwüstung und Zuspruch, dann fangt mit der Verwüstung an und geht dann zum Zuspruch. Ja, einfach nur von, das ist sinnvoller, weil man dann erst das Schwierige nimmt und dann das Positive ist ermutigender als andersrum. Übrigens, das habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Bei beiden gilt, wenn wir beim dritten Punkt sind und du nicht das Gefühl hast, boah, Gott offenbart dir mega was oder spricht mega was oder was auch immer, und das ist bei mir auch häufig so, dass ich nicht das Gefühl habe, boah, jetzt kommt die, fließt die mega Offenbarung und jetzt, keine Ahnung, erlebe ich, wie Gott dort in den Raum kam und was auch immer, dann ruhen wir trotzdem ganz bewusst in seiner Liebe in diesem Moment. Also wir sind ja in einem Moment des Zuspruchs oder der Verwüstung und wir halten uns in diesem Moment hin und ruhen einfach in seiner Gegenwart und Liebe. Und immer wenn Gott nichts sagt, dann weil er in Liebe so ergriffen ist, dass er keinen Ton rauskriegt, okay? Das, was in 1. Zephania 3, Vers 17 steht, ja, er schweigt in seiner Liebe. Manchmal kriegt Gott keinen Ton raus, weil er so überwältigt ist, wenn er dich anguckt. Also das heißt, wenn du nichts hörst, dann liegt es nicht daran, dass er dich nicht mag, ja, sondern ja, okay. Aber dann ruh bewusst in seiner Liebe, dann bleib unter seinem Blick, weil alles, was ans Licht kommt, wird Licht. Und wenn du diese gerade Momente der Verwüstung ihm hinhältst und einfach da bist mit ihm in diesem Moment, dann reicht das oft. Das ist, was wir Deutsche lernen müssen, wenn wir auch über Kontemplation sprechen, dass Sein vor Gott so viel kraftvoller ist als alles, was wir je tun können. Also einfach dieses vor Gott Sein passiert mehr, als du je erbeten könntest. Okay, das heißt, was wir jetzt machen, so ruhige Instrumentalmusik an hier in dem Raum und du kannst gerne da sitzen bleiben, wo du bist oder du kannst auch
dir einen Stuhl nehmen, wo du irgendwie zwei Stühle neben dir Platz hast oder einen oder wie auch immer, wenn du sagst, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Privatsphäre. Und dann geh mal das Examen durch. Wenn du magst, kannst du nur eins von beiden machen oder du kannst auch beide hintereinander machen. Und wir nehmen uns richtig Zeit dafür, weil es ist ein Bibeltraining, das heißt, wir wollen was lernen, wir wollen was umsetzen. Und dann mache ich nochmal einen kurzen Wrap-up vor der Pause zu dem Thema und dann trinken wir alle einen Kaffee. Und für manche von uns ist es dann eine Gottesbegegnung. Okay, ich bete noch für die Zeit und dann, geh dort einfach rein. Jesus, ich danke dir, dass es einfach ist, dir zu begegnen und ich danke dir, dass du uns nicht nur begegnest in der heiligen Schrift und nicht nur im heiligen Lobpreis und nicht nur im heiligen stillen Zeit, sondern dass du uns begegnest in jedem Moment des Tages und dass du in jeder Sache zu uns sprechen willst und ich danke dir, dass wir vor dir echt sein dürfen und alles, was in uns passiert, ist eine Tür, dir zu begegnen. Und ich bete, Gott, dass dieses Examen, was wir jetzt ein bisschen angeschaut haben, ich bete, dass wir das jetzt lernen dürfen und ich bete, dass du uns eine Einfachheit schenkst, jetzt dass uns Momente der Verwüstung oder Zuspruch zeigst und ich bete, dass du anfängst, uns zu helfen, ehrlich zu werden und dass du anfängst, uns zu begegnen, uns zu sprechen. Und ich bete jetzt wirklich hier in diesen Raum von Offenbarung, im Raum des Vater, wo du einfach bist und wir bei dir sind. Herr, wir laden dich ein, uns tief zu begegnen in dieser Zeit. Jesus, wir danken dir, dass du nicht nur ein Gott für fromme Momente bist, sondern dass jeder Augenblick unseres Alltags durchdrungen ist von dir. Und ich danke dir, dass wir das entdecken und lernen dürfen. Und Herr, wir möchten, er ist so mein Gebet für uns alle, dass wir wirklich Menschen sind, die mit dir leben und nicht nur ab und zu mal sich mit dir treffen, Herr. Yes, Amen. Amen. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten zur Pause. Ich fände es ganz spannend, vielleicht ohne Aufnahme, wenn einzelne von euch einfach mal mit der Gruppe teilen, jetzt nicht die intimen Details, sondern einfach nur, wie ging es euch gerade damit? Das wäre ganz spannend, glaube ich, für die Gruppe voneinander miteinander zu lernen. Also einfach, wo du sagst, weiß nicht, was teilen möchtest zum Examen oder zu dem Erleben. Ich weiß, das ist so ein Seminarsetting, man sitzt auf dem Stuhl, da sind andere drumherum, man hat gerade so viel gehört und so. Nicht der coolste Moment ist, sich ganz tief auf Gott einzulassen, aber das mal zu probieren ist, glaube ich, sinnvoll. Also ich finde es schön, wenn einfach ein paar von uns ganz kurz mal sagen, wie ging es ihnen gerade so damit? Ja, ihr dürft noch die tief seelsorglichen Gespräche in der Pause fortführen. Mag ihr echt ermutigen, geht da rein. Gerade auch einfach Momente des Zuspruchs mache ich einfach, wenn ich gut drauf sein will. Und es ist für mich was, wo mir so viel leichter fällt, Gott zu erleben, weil du hast etwa 10.000 Momente jeden Tag, an dem Gott dir begegnet, nämlich jeden Moment, selbst wenn du schläfst. Alles ist ein Gott-Moment. Und das zu lernen, wahrzunehmen. Und es macht unglaublich Spaß, auf einmal mit Gott zu leben. Es ist dann nicht nur so, vor 3 Jahren war ich auf der Konferenz und da hat Gott zu mir gesprochen. Nee, genau. Okay, ich hoffe, ihr konntet da was lernen und mitnehmen. Eigentlich wollte ich viel, viel mehr Inhalt machen, aber ich habe gesagt, ich box einfach das Examen so richtig durch, weil ich mir hoffe, dass ihr das dann umsetzt, weil es ist so ein Segen für mein Leben und hoffentlich für euers. Wir haben jetzt so etwa eine halbe Stunde Pause. Kaffee tanken oder was immer du tanken möchtest und genau, in einer halben Stunde machen wir hier weiter und dann werde ich euch bombardieren mit einfach richtig vielen coolen praktischen Sachen, wie können wir pimp your Gebetsleben.